Hello. Hallo. Bonjour. Hello. Hallo, ach du auch hier. Herzlich willkommen in Bremen. Ah, wie ja, schön. Schön hier. Was machst du denn hier? Ich habe keine Ahnung, wieso hast du meinen Hula-Hoop-Reifen? Ja, weil du mir den geliehen hast und ich seitdem sehr viel damit trainiere. Und am Anfang ging das ja irgendwie voll schlecht. Inzwischen kann ich aber in die Richtung. Und dann hatte eine Userin oder eine Followerin von dir gesagt, du musst auch mal in die andere Richtung auch mal probieren, weil ich das in die Richtung nicht so geschafft habe. Und dann habe ich in die andere Richtung probiert und ich habe festgestellt, dass das viel besser ist. Mega. Also, ja, ich habe immer gedacht, ich müsste so rumschwingen. Man kann aber sogar schon so rum ist sprechen dabei. Ja, ich könnte theoretisch sogar laufen, aber das sieht nicht so tänzerisch bei mir aus wie bei dir. Naja, das kommt wieder mit der Übung. Vielleicht sogar hüpfen. Doch, ja. Oh, yeah. Naja. Ja. Emmy war direkt neidisch. Ja, cool. Ja, sind wir vom eigentlichen Thema abgekommen, oder? Wir sind vom eigentlichen Thema total abgekommen. So wie immer. Ja, ich habe mir auch extra ein Hula-Hoop-Shirt designt, weil das ist ja mal das Cover vom Hula-Hoop-Operator, was sich nicht so gut zum Hulaan eignet, wurde mir gesagt, aber das macht ja nichts, dafür gibt es ja Co-Pilot und so. Genau, zum Beispiel. Ja, wir haben uns im März zum ersten Mal getroffen. Ja, tatsächlich schon so lange hier. In Münster, das sind schon... Wir haben jetzt Juni, das ist schon 3 Monate. Ein Vierteljahr quasi. Krass. Voll krass. Ja. Verrückt. Ja, und wir wollten euch heute erzählen, was wir für eine Idee hatten. Und die hatten wir damals schon im März. Und diese Idee ist jetzt ausgereift. Und jetzt ist es soweit, dass wir darüber sprechen können. Und zwar hattest du die Idee, etwas mit deiner Community zu machen. Ja, einen Community-Song. Also quasi einen Hula-Hoop-Song. Mit Max, weil jemand muss ja singen können, ne? Ich kann das ja nicht. Von Hulanden für Hulande. Genau, so sieht's aus. Deswegen hatte ich euch ja auch gefragt, ja, was ihr so mit Hula Hoop verbindet. Ja, und diese Antworten, die ihr Patricia geschickt habt, die hat sie mir geschickt. Und sie hat mir diesen Reifen geliehen, weil ich gesagt habe, ich kann keinen Hula Hoop Song machen, ohne das selber gemacht zu haben, ohne das selber gelernt zu haben und zu wissen, wie sich das anfühlt. Ja, und eure Antworten habe ich als Screenshots gekriegt und habe die so zusammengetragen und habe geguckt, was sind so die stärksten Aussagen, die dahinter stehen. Also, dass es Zeit ist, die man sich für sich selber nimmt, dass man sich dann freier fühlt, dass es aber auch oft schmerzhaft ist, wenn der Ring wieder auf den Zeh fällt oder man blaue Flecken kriegt, dass gerade der Anfang so schwer ist. Und genau das, was ich auch am Anfang hatte, als wir in Münster zusammen gehulert haben, dass man die Partyarme hochnimmt ja. Und man direkt denkt, oh, so bleibt der Reifen oben. Ja. Und ja, das hatte nicht nur den positiven Effekt, dass da ein Song entstanden ist, sondern auch, dass ich ein bisschen abgespeckt habe. Das war aus Versehen. Ja, aus Versehen. Aber inzwischen macht mir das wirklich sehr viel Spaß und deswegen habe ich auch diesen Song ja, mit dem Hula-Geräusch angefangen. Und ja, jetzt erzähl doch mal, was wir mit der Community mit diesem Song vorhaben. Was haben wir vor? Es ist verrückt. Ihr könnt Teil des Musikvideos werden, wenn ihr wollt. Dafür müsstet ihr einen kleinen Hula-Hoop-Tanz vollführen zum Song. Ja, also es wird kein offizielles Musikvideo, was wir bei YouTube dann reinstellen wollen. Wir wollen eine riesige Story machen mit allen Leuten, die Bock haben auf Hulern und die vor allem Spaß daran haben. Jeder, der irgendwie eine besondere Bewegung hat, die er mit Hulan oder die sie mit Hulan verbindet, einfach raushauen zu diesem Song. Jetzt habe ich schon einen Frosch im Hals, ja. Und bei mir wären es dann zum Beispiel, wenn ich jetzt Hulan würde, die Partyarme. Oder manchmal, momentan ist ja EM und wir haben jetzt den heißesten Tag, stehe ich auch einfach so da. Ja, das ist jetzt nicht so mit viel Bewegung. Das liegt daran, dass mein Wohnzimmer so ist, dass ich so wenig Platz habe. Und dann kann ich immer nur einen Schritt vor und dann wäre der Reifen schon am Fernseher, genau. Oder nach hinten und würde mein Glas umstoßen. Auch nicht so gut. Ja, und deswegen ist das bei mir meistens eher so. Gestern habe ich zum ersten Mal versucht, irgendwie ein Bein hochzunehmen. Das ist dann auch schon wieder. Also, das müsst ihr nicht machen. Also, ihr müsst euch nichts brechen. Genau, deswegen könnte man theoretisch einfach die Partyarme hochnehmen. Es ist Zeit für meine Me-Time. Genau. Und. Das war schon ein Insider. Genau, den Song findet ihr auf YouTube, auf meinem YouTube-Kanal. Da könnt ihr euch den anhören und könnt ihn nutzen, zum ein bisschen üben, was auch immer ihr dann machen möchtet. Dann könnt ihr das filmen und ihr könnt es gerne per DM an Patricia schicken, die das dann in ihre Story mit aufnimmt. Ja. Ihr könnt es aber auch und solltet auch
selber eine Story dann hochladen und ja, Patricia und mich gerne verlinken und dann machen wir eine riesige deutschlandweite, österreichweite, schweizweite, eine Dachweite quasi. Genau! Hula-Hoop-Welle. Eine Hula-Hoop-Welle, genau. Oder so. Genau, ihr findet den auf Bollmann bei YouTube und ich werde den auch auf Spotify und Co. hochladen, aber dazu später mehr. Genau. Das war die Natur, die auch ihren Selbst dazugeben wollte. Ja, das war's. Das war's erstmal, ja. Gleich gibt's das nächste Update. Ja, genau. Bleibt dran.